Grüezi, könnte ich Ihnen ein paar Fragen stellen über die WM? Über die WM? Ja. Welche WM? 2018 WM. Wo ist die WM? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mal in Luzern, weil heute ist mal etwas anderes. Und zwar haben ich und der Kameramann, der David, tun wir mal die Kamera kehren. Salut zusammen, ich bin David, ich bin aus Zürich und ich helfe heute der Nathalie, ein Video zu machen. Wie gesagt, heute machen wir mal so wie eine Strassenumfrage. Also wir stellen uns ein paar Fragen zu der WM und wir suchen uns so ein bisschen die Leute aus, wo man merkt, sie haben nicht so viel Ahnung. Und dann stellen wir halt so ein bisschen gemeine Fragen, aber ich will gar nicht so viel labern. Ihr seht es dann. Für wer sind Sie das Jahr? Belgien. Belgien? Ja. Belgien. Ja, jetzt natürlich mehr oder weniger Belgien. Ja, also für mich würde jetzt Belgien am besten passen. Nein, Belgien hat sehr gut gespielt gestern. Für Belgien. Für Belgien, ja. Wir haben da sehr viele Belgien-Fans, wirklich da oben sind. Ja, für die Schweiz. Okay, denken Sie die Schweiz, schafft sie das Finale? Die sind doch schon draußen. Das ist jetzt eben genau. Für welches Land? Das Land? Ja, also ich habe gewusst, dass die Schweiz wahrscheinlich nicht machen. Aber ich möchte eigentlich, dass gerne mal nicht ein Land gewinnt, das immer gewinnt, sondern einfach so etwas so Kleines, wie zum Beispiel Kroatien oder so irgendwie. Einfach eins, das nicht immer gewonnen. Für Kroatien, wir gehen in die Ferien, das wäre cool, wenn die im Finale gewinnen würden. Das wäre glaube ich auch cool, ja. Da bist du cool. Ich bin von dort. Okay. Das England könnte es eigentlich wieder einmal machen. Ja, dann wird wahrscheinlich am Schluss Russland gewinnen. Ah, glaube ich eigentlich weniger, oder? Wenn sie genug zahlen, tun, dann können sie gewinnen. Russland. Russland? Extra. Kommt zwar nicht dran. Und wieso nicht die Schweiz? Die Schweiz ist schon lange draußen. Wenn man so krüppeltump spielt, wie gegen Schweden. Schweden. Schweden? Ja. Und wieso nicht für die Schweiz? Weil die Schweizer die grösste Wahl bekommen, wenn sie gewinnen. Es tut den Schweizer immer ein bisschen gut, wenn sie wieder eins bekommen. Dann werden sie wieder ein bisschen ruhiger. Ja, was denkt ihr denn so, die Luzerner, so, wie wer sind denn die so ein bisschen, für welches Land jetzt? Jetzt, wo die Schweiz draus ist? Ich denke, auch die Luzerner sind recht für die Schweiz. Für die Schweiz, aber jetzt ist ja die Schweiz draussen. Ja, aber man kann ja trotzdem für die Schweiz sein. Gut. Wenn sie draußen sind, dann ist man halt einfach jetzt ein bisschen mehr traurig. Stop it. Get some help. Wie finden Sie, dass Italien dabei ist? Italien? Ja, die sind doch jetzt im Viertelfinale. Schade, aber Italien ist nicht dabei. Doch, doch. Ja. Ja, sicher. Ja, wirklich. Holland auch. Also Holland, ja. Italien, Finale. Genau. Wer denkt, Sie könnten jetzt zum Beispiel zwischen Italien gegen Holland? Holland. Sind doch auch beide draussen. Das ist schon lange, beide sind gar nicht drinnen gesehen. Sicher? Nein, sicher nicht. Wie haben die drinnen gesehen? Ja, da ist nicht dabei. Holland ist auch nicht dabei. Sind Sie sich sicher? Lustig, du. Sieht ich so aus? Ja, man weiss es nie, vielleicht. Was denken Sie, mit wem steht Belgien im Finale? Russland. Ich würde sagen Belgien, Schweden zum Beispiel. Ja, und Schweiz kommt sie auch weit. Die Schweiz sind leider schon ausgeschieden. Auch Schweiz ausgeschieden, ja, stimmt. Wolltest du mich verarschen? Nein. Okay, gut. Ja, gut. Denken Sie, die Schweiz geht? Die Schweiz ist schon lange draußen. Sicher? Die Schweiz muss sich schämen wegen dem Serbien-Match. Wo genau ist denn die WM? In Afrika. Russland. In Russland? In Russland. Russland, genau. Wie finden Sie, dass die Schweiz jetzt gegen Schweden gewonnen hat? Wir haben gar nicht gewonnen. Doch, 2-0? Nein. Ja, das ist nicht alles eigentlich egal. Also, aber wir haben einfach die gewissen Mannschaften haben wir enttäuscht, wo einfach nur noch, das geht nur noch ums Taktische. Und warten, bis der Gegner einen Fehler macht und kontert. Und das ist für mich kein Fußball. Was denken Sie, wie viele Spieler sind auf dem Feld? Sind das 10, 11 oder 12? Also pro Mannschaft? Pro Mannschaft 11. Ja, eben zu viel für einen Böhlen. So, ich habe keine Ahnung. 10, 11 oder 12? 11. Weiß nicht. 11. Würde ich sagen. Ja, das stimmt sogar. 11 pro Team, ja. Und wenn der Neymar mitspielt? Ja, immer noch 11. Ja, vielleicht bleibt noch einer. Ja, ja, genau, ja. 21 plus einer, der liegt. Da sind es nur noch 10. Ist einer weniger. Wieso? Weißt du, wer der Neymar ist? Ja, voll. Also. Der liegt doch die ganze Zeit auf dem Boden. Nein, voll nicht. Immer am Boden. Er liegt nicht, wenn er an den Schott. Nein, voll nicht.
Nein, die laufen weg, die laufen weg. Wer spielt jetzt heute am Abend? Heute jetzt? Ja. England gegen... Jetzt muss ich gerade wieder Kopf entdecken. Keine Ahnung. Denkst du, die Engländer haben eine Chance heute Abend? Nein. Keine Chance. Keine Ahnung. Wie finden Sie, dass die Schweiz jetzt da im Halbfinale steht? Sie sind ja nicht im Halbfinale. Wissen Sie denn, wer vor 4 Jahren gewonnen hat? Ich glaube Deutschland. Und wie finden Sie jetzt, dass Deutschland draußen ist? Das finde ich auch noch schön. Grüezi, könnte ich Ihnen ein paar Fragen stellen über die WM? Über die WM? Ja. Welche WM? 2018 WM. Wo ist die WM? Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft. Fußball? Ja. Wo findet ihr statt? In Russland. Wissen Sie das nicht? Nein. Ernst? Ja. Ja, tut da die Schweiz auch mitspielen? Ja. Und wie viel sind es geworden? Ja, das würde ich Sie eigentlich gerne fragen. Was denkt Sie? Ja, ich hoffe eine erste, oder? Hoffen wir es. Aber sind sie noch am Spielen? Schweiz? Ja. Was denken Sie, spielt ihr noch? Ich weiss es nicht. Ja, die Schweiz hat uns leider schon verlassen. Hat's? Ja. Ja, und wann sind sie rausgefühlt oder gegen wer? Gegen wer? Das ist gegen... Jetzt habe ich sie aber auf dem linken Bein verwischt. Schaut sie da abends auch? Hier nach oben, nein, ich habe keine Zeit. Keine Zeit, was macht sie dann? Weißt doch noch nicht. Und Italien, wie findet ihr? Sind die gut dabei oder haben die eine Chance? Ja, Italien, wenn sie gut spielen im Finale, dann kommt es gut. Auf jeden Fall. Oder? Wenn sie noch so einen Schlusssatz sagen, so für die Kamera. Ich dürfte ein Interview mit ihnen führen, über die WM. Ist egal, wenn sie nicht wissen. Verstehen sie Deutsch? Nein. I understand. Ah, okay, gut. Danke. Sorry. Das war es mit unserem Video. Was ist dein Fazit zum heutigen Tag? Also mein Fazit auf jeden Fall ist, Neymar ist 15 Minuten auf dem Boden gelegen, wie es aussieht. Und ja, er ist mehr gelegen, als er gespielt hat. Und da sind alle für Belgien und ja. Irgendwie die Schweiz hat schlecht gespielt. Ja, und vor allem, ich finde, Luzern ist da mega eine schöne Stadt, geht unbedingt einmal an, es hat mega nette Leute. Also ich meine, in Zürich hat es so arrogante Leute. Ja, kennen wir alle. Zürcher sind die Arroganten. Aber sie haben uns recht herzlich da aufgenommen und wir kommen wieder mal, oder? Ja, auf jeden Fall, oder? Gut, ja, das war es mit unserem Video. Lasst euch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und gebt auch ein Like. Und ja, ihm könnt ihr euch auch folgen, auch wenn ihr keine Videos mehr postet. Das Kruxar. Ich schreibe sonst da unten an. Und dann hoffe ich, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss!